Andrea, wir beide als Ärzte machen die gleichen Erfahrungen. Viele unserer Patienten kommen mit solchen Listen von Medikamenten, die sie verordnet bekommen haben. Geht es dir ähnlich wie mir? Ja, es ist mir genauso ergangen, viele Jahre in der Hausarztmedizin. Und die Menschen haben diese Listen mitgebracht, überall gesammelt, in den Spitälern, bei den Spezialisten, von mir auch noch etwas obendrauf. Und keiner hat dann nachgefragt. Habe mal nachgeschaut, wie die Umsätze aussehen von Medikamenten. In der Schweiz sind es jährlich 6,6 Milliarden. In Deutschland 53,6 Milliarden Euro. Auf der ganzen Welt 1200 Milliarden werden Medikamente umgesetzt. Und es gibt Prognosen, dass es bis 2030 steigen wird auf 2000 Milliarden. Das sind 2 Billionen. Das sind Zahlen, die kann man sich nicht mehr vorstellen. Das sind die Umsätze mit Medikamenten. Machen wir etwas falsch? Das ist die Frage, aus welcher Perspektive, gell? Wer macht hier was falsch oder eben nicht? Ja, aber es sind ja die Ärzte, die das verschreiben. Mhm. Die Ärzte gehen ja entlang ihrer Protokolle, die lernen das ja. Was gebe ich, wenn welche Erkrankung auftritt? Und ich bin manchmal wirklich erschrocken auch oder erstaunt, wie wenig wir selber nachdenken. Wenn Senioren zu mir kommen, also über 60-Jährige, die haben in der Regel eine Liste mit 5 bis 6, also Durchschnittszahlen, oder? Es gibt auch mehr, aber durchschnittlich 5 bis 6 Medikamente. Sieht das bei dir auch so aus? Ja, ja, mindestens. Ja. Mindestens. Und die Zahlen in Pflegeheimen ist noch erschreckender. Dort ist in der Schweiz die durchschnittliche Medikamenten Zahl bei Bewohnern in Pflegeheimen liegt bei 11. Mhm. 11 Medikamente. Mhm. Ja. Okay, wenn du für die Herz-Kreislauf-Erkrankung schon mal 5 aufs Mal fasst, bist du schnell bei 11. Ja. Ja. Kannst du mal etwas sagen, wenn jemand jetzt bei dir, sagen wir, er hat 3 Medikamente und du siehst ihn wieder in einem Jahr, was machst du dann? Ja, bezüglich der Medikamente, ich frage ihn natürlich, wie es ihm geht, wo er steht, was er überhaupt noch nimmt. Und was er für Symptome hat und was es vielleicht noch braucht oder vielleicht reduziert kann werden oder was es vielleicht nicht mehr braucht. Ich frage die Leute auch, ob sie wissen, was sie schlucken und wozu. Sehr gut. Und das erschreckt mich aber extrem, was sie dann erzählen. Die meisten wissen nicht, was sie zu sich nehmen und wozu. Also kommt es vor, dass du dann Medikamente absetzt? Das ist sehr unterschiedlich. Gell? Also wenn eine Patientin, ein Patient davon überzeugt ist, dass das, was er schluckt, das Richtige ist und sich auch nicht Gedanken darüber macht, dann halte ich mich zurück. Weil ich finde schon, dass das ein Thema ist, was von Patientenseite auch gewollt sein sollte, die Medikamentenliste anzuschauen und zu schauen, ob etwas reduziert werden kann. Hast du auch Patienten, die zum Beispiel nehmen einen Magenschoner seit 10 Jahren und holen ihn einfach immer wieder. Wenn die Schachtel leer ist, gehen sie zum Arzt, holen eine neue. Ja, hatte heute eine Patientin, ganz spannend, Autoimmunerkrankung, seit 20 Jahren PPI, also seit 20 Jahren einen Magenschoner und sie hat keine Ahnung, warum sie den je bekommen hat. Es gibt noch die Erfahrung in Pflegeheimen, wenn es den Leuten schlecht geht und man annehmen muss, sie werden bald sterben, setzt man ja häufig dann alles ab und denkt, ja, eine Woche vor dem Tod braucht es ja nicht mehr so viele Medikamente. Hast du da Erfahrungen, was dann geschieht? Ja, habe ich. Es geht ihnen viel besser unter Umständen. Oder die Menschen, denen man die Medikamente wegnimmt, die erholen sich. Ja, nicht immer, aber oft. Ja, sind wir uns einig, irgendwo läuft etwas schief. Ja, und zwar finde ich, ehrlich gesagt, auf beiden Seiten. Ich finde wirklich auch, die Patienten sind gefragt, nachzufragen. Ja. Sie sind auch, ich finde es wichtig, dass man die Ärzte da auch wenn es mühsam ist, die Ärzte haben keine Zeit, selbstverständlich, aber dass man wirklich darauf besteht, zu erfahren, wozu man das nimmt, was da drin ist, was es für Nebenwirkungen gibt. Ich bin auch hier entsetzt oft darüber, wie wenig wir wissen, was mit den Nebenwirkungen ist. Gibt es Patienten, die kommen nur deswegen zu dir, um über ihre Medikamente zu sprechen? Ja, also mittlerweile ja.
Ich denke auch, dass dieses Bewusstsein wächst. Die Menschen werden misstrauisch. Sie möchten nicht mehr einfach einen Sack Medikamente über den Tisch gereicht bekommen, wenn sie beim Arzt gewesen sind, sondern sie möchten mittlerweile wissen, was kriege ich da, was schlucke ich? Ja, ich spüre das fest, dass diese Fragen auftauchen, Gott sei Dank. Ich nehme an, du bist einverstanden, dass wir jetzt Themen detaillierter anschauen und über einzelne Medikamentengruppen, oder, die man vielleicht ersetzen kann, miteinander sprechen. Mhm.